Hi, ich bin der Kai und heute zeige ich dir einmal eine Lösung zur Kabeleinführung in Schaltschränken. Dafür habe ich keine Mühen gescheut und bin einmal zu Moplaste gefahren. Und hier haben wir eine kleine Challenge gemacht. Ich habe 22 Kabelverschraubungen in einen Schaltschrank eingebaut und im Vergleich dazu eine Kabeldurchführung, wo ebenfalls ohne Probleme 22 Kabel eingeführt werden können. Denn erzählen kann man ja viel, aber wie viel Zeit du wirklich sparst, wenn du eine Kabeldurchführung nimmst, das schauen wir uns jetzt mal an. So, ich habe mich umgezogen und dann wollen wir mal die Challenge beginnen. Ich baue jetzt gleich die Kabelverschraubung ein und später dann die Kabeldurchführung. Schauen wir mal, was schneller geht. Ja, und damit wir das Ganze festhalten, ich stoppe die Zeit und dann schauen wir mal, wie lange du brauchst. Okay. Und los geht's. So, ich zeichne das Ganze jetzt hier schon mal an. Wir haben dann später 6 Reihen mit Kabelverschraubung, um insgesamt 22 Kabelverschraubungen einzubauen. So, anzeichnen ging doch schon mal schnell. Jetzt können wir die ganzen Löcher mal an. Und jetzt geht's ans Bohren. Einmal vorbohren, damit wir gleich stanzen können. So, vorgebohrt wäre schon mal. Jetzt müssen wir noch auf die finale Größe für die Stanze kommen. Einmal den Bohrer wechseln. Und das Ganze nochmal. Hartes Stück Arbeit. Jetzt noch alle Löcher stanzen. Also, wenn ich hier auf meine Uhr gucke, hat es schon relativ lange gedauert. Wir haben fast eine Viertelstunde rum. Und bis jetzt nur gebohrt und noch nicht gestanzt. Damit die Zuschauer auch sehen, 20 Minuten und wir haben noch nichts montiert. Aber gut, 22 Kabelverschraubungen, da steckt einfach Arbeit dahinter. Das ist Fakt. Ich gebe alles. So, letztes Loch. So, das war's mit der Vorbereitung für die Montage. Jetzt machen wir noch schnell sauber und dann bauen wir die Kabelverschraubung ein. Kai, wird aber auch langsam Zeit. Jetzt sind 26 Minuten vorübergegangen und du bist immer noch nicht so wirklich weit. Das muss reichen. Schutzbrille brauchen wir nicht mehr. Und dann geht's ans Montieren. 28 Minuten und wir fangen jetzt an mit den Kabelverschraubungen. So, letzte Verschraubung und dann haben wir es.
das war der Einbau. 33 Minuten. Bist du zufrieden? Das muss schneller gehen. Da muss eine bessere Lösung her. Ja, und wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben ja noch nicht mal die Kabel eingeführt. Ganz genau, dann also, Kabel gebe ich dir und dann geht's weiter. Einmal ins Gehäuse einführen und dann noch festziehen. Ist dicht. So, Kabelverschraubung mit Kabel sind fertig. Ich bin's auch. Super, halten wir fest. 36 Minuten. Und, was sagst du? Ja, war viel Arbeit. Schauen wir mal, ob es dafür nicht eine bessere Lösung gibt. Da haben wir was. Und zwar ist es unsere Kabeldurchführungsplatte KDPN. Die KDPN ist für Leitungen ohne Stecker geeignet. Die KDPN hat eine IP-Schutzklasse 65 und NEMA 12. Und wir haben hier einen Indikator, der sorgt, dass wir ein Kabel wieder entfernen, dann haben wir trotzdem IP65. Und das ist eben das Besondere. Der Indikator sorgt auch für eine sehr gute Zugentlastung und das ist auch das, was man so im Alltag braucht. Ja. Willst du mal die einbauen? Genau, ich gebe doch mal her und ich schaue mal, wie schnell man dieses Teil einbauen kann. Wunderbar, dann drücke ich auf Start und los geht's. Dann baue ich die KDPN einmal ein. Starten wir wieder mit dem Anzeichnen. Für die KDPN brauchen wir nur ein Loch zu bohren. So, einmal ankörnern. Und los geht's schon mit dem Bohren. Jetzt noch das passende Loch für die Stanze machen. Das war schon mit dem Bohren. Um nachher die Kabeldurchführungsplatte einzubauen, müssen wir einmal vorstanzen. Das war's auch schon. Und jetzt können wir die finale Ausstanzung machen, um die Platte einzubauen. Marcello hält noch kurz den Winkel dran, damit auch alles gerade ist. Dann stanzen wir mal durch. Zack, das war's schon. Die KDPN kann einfach eingeklipst werden und braucht nicht verschraubt werden. Zack, und jetzt noch schnell die Kabel einführen. Die Kabel können einfach durchgesteckt werden. Festgeschraubt werden müssen sie nicht mehr. So, Marcello, wie liege ich denn in der Zeit? Ich glaube, das sieht richtig gut aus. Knapp über 4 Minuten und ich weiß nicht, ob wir die 5 Minuten überhaupt voll machen. So, und stopp! Wie ich eben gesagt habe, keine 5 Minuten und der Kai hat eine Kabeldurchführungsplatte installiert und 22 Leitungen durchgeführt. Wahnsinnszeit. Ja. Und Kai, wie ist dein Eindruck? Gefällt mir sehr gut. Ich habe viel Zeit gespart beim Kabel einführen. Die Zugentlastung ist ja auch gegeben. Und wie du eben gesagt hast, IP65 bleibt bestehen. Genau. Selbst wenn man jetzt hier... Wenn wir ein Kabel rausziehen.
ganz genau. Wie sieht es mit den E-Plan-Daten aus? Habt ihr 3D-Modelle dafür? Noch nichts, aber ich kann dazu sagen, wir sind gerade dabei. Wir sind mit E-Plan im Gespräch und wir haben jetzt erste Testdaten hingeschickt und warten jetzt auf die Rückmeldung von E-Plan. Ja, das klingt doch super für meine Community. Dann sind wir schon gespannt, wenn eure Daten im Dataportal sind und ich das Ganze hoffentlich auch bei LinkedIn von euch sehe. Das Ergebnis war eindeutig. Die Kabeldurchführungsplatte von Moore Plastic ist natürlich viel schneller installiert und auch die Kabel sind schneller eingeführt. Die Kabeldurchführung gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und du kannst sie auch individuell zusammenstellen. Ein Link dazu packe ich dir nochmal unten in die Videobeschreibung. Und was wir bei der ganzen Challenge noch nicht berücksichtigt haben, ist die Elektrokonstruktion. Denn natürlich ist es auch viel schneller, eine Kabeldurchführung zu planen, als 22 Kabelverschraubungen. Und jetzt möchte ich von dir einmal wissen, welche Pros und Cons du gegen die Kabelverschraubung hast bzw. die Kabeldurchführung. Schreib's doch gerne unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir wie immer einen Daumen nach oben da, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich, wenn du auch wieder das nächste Mal einschaltest. Tschüss, mach's gut.